Herzlich willkommen zum zweiten Teil von South Park. Das überspringen wir jetzt mal. Nochmal herzlich willkommen zum zweiten Teil von South Park. The Fractured Butthole. Was frei übersetzt so viel heißt wie das zerrissene Arschloch. Aus Gründen der USK und aus Gründen des Publishers, direkter Cholera Zerreißprobe. Ich glaube, ich bleibe einfach beim zweiten Teil von South Park. Oh Mann, ich habe mich wirklich drauf gefreut. Der erste Teil war sowas von grandios witzig und wirklich, wirklich cool. Jetzt schauen wir mal, was der zweite Teil mit sich bringt. Ich bin schon sehr gespannt. Wir starten. Neues Spiel. Hast du schon jedes Klo in South Park ausprobiert? Naja, das werden wir machen. Alle Charaktere und Ereignisse in diesem Spiel, auch die auf den... Eine Ubisoft San Francisco Produktion. Dann war noch Japan mit dabei. Und die South Park Digital Studios. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden, die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Hier sind zwei Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Staat zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. Oh, wow. Das wird so cool werden. Gut. Wir fangen an. Haare. Was haben wir denn da alles? Ich spiele übrigens auf dem PC, aber mit Controller. Ist einfach ein bisschen angenehmer. Ah ja, das wäre schon der 80er. Ich habe jetzt auch nicht so mehr die wahnsinnig Gefühle gebracht. Aber fürs Spiel... Farbe ändern. Da kann man die Farbe nicht ändern, okay. Wir suchen uns jetzt einfach ein absolut... Da ist der Helm schon mitgeliefert, ne? Es ist schwierig.
Egal, wir lassen das mal so. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Schauen wir mal. Make-up. Nö. Bärte. Bärte, ganz wichtig. Ja, eigentlich eher so. Obwohl das natürlich auch cool aussieht. Ja, nein. Ja, gut. Die Farbe. Ja, das ist gut. Ja, passt. Dankeschön. Accessoires. Was haben wir denn da alles? Brille? Nö. Kleidung. Ah, das Cape, okay. Das Cape ist... Was haben Capes denn für Farben? Ja, ist okay. Dann, wie sehen wir denn oben aus? Kann ich die Hose denn auch noch umfärben? Wie ist denn das? Hände. Ah, das passt schon. Das kenne ich ja schon. Aus der Preview. Das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Also, da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, die jetzt wieder aufschreien, aber. Also, ich glaube, jeder, der South Park kennt und der weiß, wie das Ganze abläuft und dass das natürlich in keinster Weise. Dass das Ganze nämlich nur Satire ist. Und Satire darf bekanntlich alles. Gut. Wir sind nicht nur Milchbrot, wir sind auch feig. Wir machen das so. Und wir stellen unseren Charakter. AD, okay. Die Mauren greifen an! Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kastell gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Und der König sind wir aus dem ersten Teil. Ja. Da waren wir schon. Ah. Gut, so läuft es also ab. Kackmeister. Wunderbar, wunderbar. Potty Trained Achievement Unlocked. Stuben rein. So, wir sind gut erzogen. Ich würde gerne spülen. Hände waschen. Furz sei wegflasche. Mittel gegen Anhaltigkeit. Ja, okay. Besser als nix. Dann schauen wir mal raus. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz.
Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Ach, die liebe Familie. Aber jetzt ganz im Ernst, also ganz kurz. Die Untertitel können wir uns definitiv sparen. Und ich bin mir nicht sicher, ob... Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei. Hey Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später. Ja, Tauli, unser treues Handtuch, okay. Untertitel aus, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das mit Deutsch so cool ist. Oder ob es vielleicht besser wäre, Englisch mit deutschen Untertiteln. Who knows? Wir werden es sehen. Was haltet denn ihr davon? Dann schauen wir mal da durch. Dieses Scheißzeug, von dem unsere Mutter gesprochen hat, sind offensichtlich Brownies. Batterien-Teppichmesser. Sehr gut. Was haben wir noch? Was haben wir da? Ah ja, unser Zimmer, so wie es aussieht. Schlachtpläne. Im ersten Teil sind wir zum König aufgestiegen. Mit dem Stab der Wahrheit. Am Kuh-Nazis bekämpft. Klebeband, Larbschaum, Stoffballen. Okay. Ah, dann zocken wir mal eine Runde. Ja, klar. Erstmal updaten. Wie im wahren Leben. Spielkarten. Das ist natürlich nur ein Stock. So, was haben wir hier? Nix. Das lassen wir mal updaten. Inzwischen kann man einen Krieg gewinnen. Schauen wir mal, was haben wir denn noch? Ah, dann hört man das Schreien und so und Weinen und so. Besser. Flyer, hey, holt euch Kabel. Gut. Hi, Mom. Mami, weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im Auge. Lass dich nicht stressen, ich räume nur mal die Küche aus. Und den Kühlschrank. Dose mit Ginger Ale. Ja. Was haben wir hier noch? Akku. Dann rein ins Schlachtgetümmel. Mein Herr, die dreckigen Mauren wollen Castell Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Mein Herr, ach komm, Alter. Wo willst du hin, Herr? Das ist das Ende der Welt. Das Ende der Welt kannst du nicht überschreiten. Ach, ich liebe diesen Humor. Kann ich jetzt schon... Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Alter. Ich... Hau euch volles Pfund aufs Maul. König? Ich glaube, ja, du bist eine kleine Muschi. Hau sie weg, König. Drücke X, um deine Kraft auszuwählen. Schlag. Das ist jetzt nicht die Megakraft, aber bitte. In die Fresse! Okay. Kräfte mit Rückstoß können zusätzlichen Schaden verursachen, indem sie Gegner in andere Gegner, Verbündete oder Objekte schleudern. Okay. Ich hab keine Angst vor dir und deinen Königskopf. Oh Mann! Okay, mach sie richtig fertig! Dann. Eat this! Bam! Wir können ihn nicht aufhalten! Macht es doch den Ofen bereit! Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er! Hier lang, König!
Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier sind Berge, unmöglich die zu überqueren. Ein Elf. Ui, ein Schwert. Du schaffst uns nicht alle. Ja, hau nur ab. Immer zuerst zuschlagen. Habe jetzt vielleicht irgendwelches. Greifst du einen Gegner zuerst, dann erhältst du einen Kampfvorteil, wodurch du als Erster am Zug bist. Okay, das ist schon mal gut. Die vollständige Kampfreihenfolge wird in der Zeitlinie unten rechts angezeigt. Okay. Die verschiedenen Kräfte wirken auf unterschiedliche Bereiche des Schlachtfeldes. Gut. Du siehst die Reichweite in einer Kraft in der Grafik unter ihrem Symbol. Ah, okay. Ja, klar. Aber hallo. Ihr habt keine Ahnung, was euch erwartet. 3, 2, 1, zack. Zeig's ihm, König. Das ist ja unmenschlich. Mach nichts, sind ja nur die Bösen. Stimmt, weiter, König. Die Mauren sind unaufhaltsam. Oh je, jetzt sind's aber... Ah, das braucht jetzt eine Runde zum Aufladen. Okay. Dann... Also die wären weg, offensichtlich. Naja, dann hauen wir mal einen von denen aus den Socken. Die Wachen des dunklen Hofs sind alle Muschis. Leck mich! Die Mauern werden sie! Der König ist unbesiegbar! So, jetzt aber... Keine Chance für euch. Okay, das fotzt nicht weg, aber naja. Und BÄM! Oh, oh Mann! Au. Das kitzelt den König nicht mal! Gut. Der ist weg mit einem Schlag. Der ist ebenfalls weg mit einem Schlag. Machen beide ungefähr gleich viel Damage. Egal. Ein kühner Hiebkönig. Ja, sowas wie Ausweichen wäre nur cool. Egal. Weg mit ihm und tschüss. Los, wir müssen ins Kastell. Geht zur Seite oder sterbt! Wir gehen durch diese Tür! Niemals! Ach, warum nicht? Das alles Lava! Oh Mann, echt? Das ist alles Lava! Da hast du von mir gesagt, Lava, damit ich nicht durch! Los jetzt, geht mir rein! Geht nicht, die sagen alles von der Tür ist Lava! Oh, das ist voll unfair! Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lasst den Drachen los! Der Drache, oh mein Gott! Ein Drache? Wir sind am Arsch. Das ist der Drache, der brüllt. Gegner können dich angreifen, während du etwas untersuchst, okay? Gerätst du in einen Hinterhalt, gehört dem Gegner automatisch der erste Zug. Okay? Der ist sauer. Oh Mann, ist der immer noch nicht tot? So. So, na, machen wir mal. Okay, die sind weg. Passt. Auf Wiedersehen. 3, 2, 1, BÄM! Wow, hat er gerade einen Drachen angefurzt? Ja, auf jeden. 340 Hitpoints! Die gestreiften Felder zeigen die Schadenszone eines bevorstehenden Angriffs an. Verlasse diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. Ja, aber sowas von. Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt. Wenn du bereit bist, deinen Zug zu beenden, halte RB gedrückt. Feueratem! Ach, unser König ist ausgewichen! Ach, verdammt! Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft! Den Hammer der Gottesherrschaft! Keiner hält den König an! Auto! Auto! Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay!
Ja, ich mag das, ich mag das. Gut, was wie Hammer der... sagen wollte, keiner hält den König auf, er ist allmächtig. Hammer der... what the fuck, keine Ahnung. Wir nehmen den Hammer. Nein, ich will da... wieso kann ich nicht? Kann ich nicht? Ja, aber das hatte nur... das reicht ja gar nicht. Ich habe ein ziemlich mieses Gefühl. Naja, okay, probieren wir es einfach mal. Ja, das... ja, das geht ja gar nicht. Wie kann man nicht? Jetzt aber. So, vorher 1-2 ausgewichen. Dankeschön und 3, 2, 1. Auf Wiedersehen. Drachentöter! King Duschberg, Dragon Slayer. Yeah. Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt. Unglaublich. Das Kind ist der Wahnsinn. Wir haben offensichtlich gewonnen. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr. Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden. Ja, nur der König kann den geheimen Weg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Ja, ja, ja. Nur zu, eure Hoheit! Wow, König Saftsack ist so ein guter Kämpfer! Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche! Scheiße, er ist Wahnsinn! Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das! Du bist tot! Okay? Okay. Was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König. Das heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht. Und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Kuhn and Friends. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln, wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt mir nochmal zu groß für Kuhn and Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau! Schatzi-Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Kuhn and Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Ja. Der König ist tot, es lebe der König. Wir müssen die Band wieder zusammenbringen. Wir könnten alle zu mir gehen und deprimiert Löcher in die Luft starren. Ich schließe mich vielleicht einer Gang an. Das könnte der Arschtritt sein, den ich brauche. Ich glaube, ich gehe nach Hause Star Trek Bridge Crew zocken. Bridge Crew? So, was haben wir denn da? Ja, das war alles der erste Teil. Hier können wir eh nichts mehr machen. Können wir da noch rauf? Ja, aber mehr gibt es jetzt auch nicht zu sehen. Freeman's Tacos! Rock of Insanity. Na gut, dann gehen wir mal da rein. Und bitten unter oh, Tee nichts. Die
Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Hi, ich räume mal deine Küche aus. Dreifach Ballaststoff, Rindfleisch, Powerbar, Toffee gefüllt mit Häppchen. Cool. Alles mit dem Goldgriff kannst du öffnen. Probier's aus. Kuhlkuchen, Verbrauchsgegenstand. Sehr gut. Kann ich das Handtuch ausschalten oder ist das jetzt immer da? Wir plündern die Wohnung. Klebeband, Kürbisgewürz, Duftkerze. Fick. Eier. Esel. Pisse. 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 Fick. Dich. Esel. Gut. Hast du dich ausgesperrt? Leider hat der kleine Eric die Tür mit einem Schloss gesichert, damit ich nicht reinkomme. Bestimmt hat er den Code hier irgendwo aufgeschrieben. Wir suchen den Code. Aber... ich würde mal wetten, wenn das so ist, dass dieser Code... Fick! Dich! Mom! Hey, Mogelkönig, willst du das Spiel spielen oder für den Rest deines Lebens als Bescheißer-Bitch gelten? Hallo? Ich habe nichts drüber gelesen. Das war jetzt einfach Schlussfolgerung. Okay, also wenn wir irgendwas schaffen, erraten oder machen... Oh, Katze. Ohne vorher da einen Hint bekommen zu haben, gönnt mir als Cheater. Wir streicheln den Arsch der Katze. Was haben wir denn hier? Cartmans Zimmer. Twizzing Keys Packung, ich stelle hier die Fragen Button, okay? Drücke X, um gegen gesprungene Objekte zu schlagen. Ich sehe allerdings keine gesprungenen Objekte. Ah. Cartmans Journal. Journal. Okay. Christmas Lists. Hoverboard, ein Hoverboard, ja, okay, ja, Drohne und GS4. Los Angeles Clippers, Denver Nuggets. Shitlist, Kyle, Mom, Clyde, David, PC, Principal. Terrence and Philip Life. Beware, do not open, Coon only. Fuck you, Mom. Tja, wer hätte es gedacht? Das ist ein Schlüsselobjekt, könnte wichtig sein. Dankeschön. Die Zeitmaschine. Oh. Ganz, ganz viele Hinweise auf ganz, ganz viele South Park-Folgen, die ich größtenteils vermutlich alle nicht gesehen habe. Time Travel Fuel. Aerobytes, Coon Donuts, Backup Clause. Ah, sehr gut. Gut, also jetzt dürfen wir offiziell in den Keller. Sehr gut. Jetzt sehen wir uns natürlich hier noch um. Der Cartman. Als Kind. Immer schon eine Drecksbalk. Steht da. Da steht ein Bild von Cartman, dann steht eine Lampe, dann steht ein kleines Gläschen, auf dem Loop oben steht, also Gleitmittel, und daneben ein Dildo. Neben dem Bild, wunderbar. Ach, war ist einfach cool. Topfpflanze? Nee. Alles klar, Kumpel! Wenn du ein Badezimmer betrittst, solltest du ruhig auch mal auf den Topf gehen. Auf der Toilette gibt es feine Sachen für dich zu holen. Viel Glück, Kumpel! Auf der Toilette gibt es feine Sachen.
Apfelmittel, sanfter Abgang, Flasche mit Chipotle, mit Reiniger. Handdesinfektionsmittel, Toilettensicherheitsgeschirr. Aber wir gehen mal aufs Klo. Schwierigkeitsgrad. Super. Okay. Nicht übel. Druck aufbauen. Ja. Coole Moves. Was war das jetzt? Mondfisch, Biogefahrengut. Okay, ich hab da jetzt... Also das war jetzt quasi 3 Sterne. Deluxe-Schiss. Okay. Huh. Koordination ist definitiv ein Thema. Gut. Wir haben sein Zimmer ausgeräumt, wir haben den Dildo seiner Mutter gefunden, wir haben auf sein Klo gekackt, dann... Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Gut, dann gehen wir da mal runter. Ah, nochmal eingeben. Okay. Mom. Vielleicht sollten wir ins Raisins gehen. Die Kellnerin könnten was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pearls tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Jugendkeit, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pearls schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner. Und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Ach, das Thema des 21. Jahrhunderts. Mehr Follower. Schwirr los und such die Stadtparts ab. First World Problems. Alles klar. Moskito schwirrt. Humankind, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crack. Super Crack. Jetzt fliegst du mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn. Verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der... Hi. Entschuldigung. Kuhns Holding Cell. Kuhn Store. Who is the Kuhn? Top Bad Guys. Professor Chaos. Franchise Plan. Movie Super Craig. Man of Craig. Kuhn and Friends. Human Kite Movie. Final Kuhn and Friends Movie. Intro Chick. Ah, das kann man doch besser ansehen. Okay. Professor David Coachella. Ah, geil. Aha, ist das geil. Was haben wir hier noch? Benutzen. Hey. Fass das nicht an. Dieses Gerät kann die ganze Milchstraße in die Luft jagen. Alter, fuck! Mom! Der Neue will mit dem Würfel der totalen Vernichtung spielen! Sei lieb zu allen deinen Freunden, Eric, und teile fein mit ihnen. Teilen? Das wäre das Ende der Galaxie! Bitch! Ich hab dir schon gesagt, du kannst nicht mitspielen. Du bist kein Superheld, du hast kein Kostüm und keine Superkräfte. Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das The Furnacy-Gerät da drüben. Was? Wechsle in den Untersuchungsmodus, um interessante Objekte aufzuspüren. Halte dazu LT gedrückt. Du findest echt das Fantasy-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Ja, schon gut. Wir haben es natürlich gefunden, das liegt hier drinnen. Aber... Was es damit auf sich hat, wer die Top-Bad-Guys sind, wie wir zum Superhelden werden und noch vieles mehr...
sehen wir in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet auch bei der nächsten Episode wieder ein. Ich freue mich drauf. Servus.